Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Porn Pandas Kochstudio. Ich werfe meinen Blick auf meine Speisekarte heute. Frau Chefköchin, sind Sie sicher, dass die Menüauswahl heute korrekt ist? Sind Sie da sicher? Ja, ich komme aus Simsim in Deutschland. Also. Kohlrouladen in Thailand? Ja. Ich werde bekloppt. Und das bei den Temperaturen? Ja. So ein deftiges Mahl? Also in der Tat, heute gibt es Kohlrouladen nach Deutsch-Thai-Rezept, sagen wir es mal so. Ne? Also, aber ich esse auch gerne Kohlrouladen und das habe ich mir heute mal gewünscht. Richtig schöne deutsche Kohlroulade hier. Nicht immer nur Thai essen. Ne? Papa möchte gerne mal was Deutsches haben. Richtig, Adolf? Und du auch? Nee, du kriegst heute keine Kohlrouladen. Nein, nein, nein. Also, obwohl er sich ja auch gerne Kohl frisst, doch. Ehrlich, du. Na gut, wir fangen an. Kohlrouladen auf Thai-Art. Swadika, hallo, guten Tag. Frau Chefköchin, deutsche Kohlrouladen, ich werde bekloppt. Also, pass auf. Füllung ist ja klar, Hackfleisch, ne? Wie du es gerne haben willst, dann da mit oder ohne Brot. Krumen drin oder mit Paniermehl drin. Meine Oma hat es ja früher mit richtig Brotkrumen noch rein jetzt gemacht dann da. Ne? Aber das sei euch überlassen, ne? Also wie man da die Füllung macht. Praktisch Frikadelle so. Ne? Also, ne? Spielt eigentlich gar keine Rolle. Eine macht so, eine jetzt macht so. Und das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Bei von Pana Kochstudio mag andere. So, wie hast du das gemacht? Du hast ganz normal Hackfleisch jetzt, ne? Ja, normal. Gut, normal Hackfleisch, ne? Mit zwei Eier. Auch selber jetzt gemacht, hat es da durchgedreht durch den Fleischwolf, weil bei uns hier im Dorf hat es auch kein Hackfleisch dann da und sowieso schwierig zu kaufen da, ne? Weißt du, wo Hackfleisch? Schwierig. Ne? Ja, aber ist das denn auch dann noch frisch dann da, ne? Ja, und so viel Fett dann auch drin da, ne? Also, dann haben wir es lieber selber jetzt gemacht. Hast du noch Möhren drin? Bisschen für ein Zwiebel. Ja, genau. Und Zwiebel und Knoblauch. Sehr gut, mein Schatz. Alles hinein damit. Ne? Wie gesagt, das sei euch überlassen. Das ist jetzt gar nicht so arg wichtig. Ne? Mit Möhren drin und Knoblauch und Zwiebel, alles dabei. Sehr schön. Pfeffer rein. Oh ja, richtig schön, schön ordentlich Pfeffer rein. Sehr schön. So, dann kommen wir zu der Hauptzutat hier. Das ist normalerweise Weißkohl. Ist das überhaupt Weißkohl, mein Schatz? Weiß ich nicht, aber doch, das müsste Weißkohl sein, oder? Gut, ist es. Das müsste Weißkohl sein, so wie das aussieht. Also nagelt mich da nicht wieder fest hier, Uwe. Das hast du wieder falsch gesagt, ne? Ihr wisst genau, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Gemüse hier. Fischsoße dick. Pilzsoße dick. Ich habe Fischsoße gesagt. Jetzt kommt Fischsoße. Toll, einwandfrei. Fischsoße? Nee. Nein. Soja. Sojasoße. Also, Sojasoße. Pilzsoße. Dicke Sojasauce, Thai-Art, Thai-Art. In Thailand, ich habe nie gefunden, Pasta, oder was? Du kannst doch noch Senf reinhauen. Doch, genau, kannst du Senf genau noch rein. Dann haben wir hier Lauchzwiebeln. Das passt. Schön. Das sieht aber schön knackig aus, du. So, zack, zack, schön verrühren. Ah, oh, das sieht lecker aus, du. Dann Maismehl. Bisschen. Zum Andicken? Ja. Ach so, weil du kein Paniermehl drin hast. Ja gut, dann nimmst du das dann da, ja. Maismehl. Oh, da hast du aber einiges vor, hm? So. Bei so viel Füllung, du. Aber egal, ich esse gerne. Dann
hinlegen in dem Kühlschrank. Echt? Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier kocht es lustig vor sich hin, ehrlich du. Das kocht und kocht hier. Sag mal, konntest du die Blätter einfach so abziehen von dem Kopf dann da? Ging das so einfach? Ja. Okay. Langsam. Aber sonst kann man das auch so im kochen Wasser legen dann und dann die Blätter, Blätter einzeln abziehen, das kann man auch machen, aber sie macht so und legt die erstmal so rein. Kurz in kochendes Wasser. Uiuiuiui, da gibt aber eine Menge Kohlrouladen, mein Schatz, du. Oder frieren wir ein? Ja. Ah, das ist aber sehr, sehr, sehr nett. Dann kann ich noch mal ab und an mal eine aus der Truhe holen zum Schlubbern. Also ganz kurz rein, ne? Ganz kurz. Dann sehen die schön schlabberig aus. So, den Strunk abschneiden noch. Schön. Oh. Das sieht schön aus. Als Kind habe ich die auch immer gerne jetzt gegessen, muss ich sagen. Meine Oma konnte das auch gut. Und meine Mutter hat die auf ganz besondere Art für sich selber jetzt gemacht, weil die hat kein Fleisch gegessen. Und die hat dann nur Kohlrouladen jetzt gemacht, ohne Fleischfüllung für sich selber. Ja, toll, super. Ne? Aber sonst, für die anderen gab es dann immer normale, ne? Mit Fleischfüllung drin. Kohlroulade ohne Fleisch, doch Quatsch, gell? Lange nicht mehr gehabt, ne? Ja. Mein Gott, wie lange schon nicht? Schon? Sechs. Wie lange habe ich schon keine Kohlroulade mehr gehabt? Sechs. Nein, ich hatte schon mal wieder was gehabt, irgendwo in deutsches Restaurant, irgendwo hier. Ich hatte mal vor dir einfach. Wann? So. 6 Jahre her. Ja. Was? Nee, aber ich hatte irgendwo in Thailand auch schon mal was gehabt. So, jetzt kommen wir zu der Füllung. Man nehme ein Blatt. Möglichst ein schönes. Die. Haue ordentlich Fleisch rein, weil der Papa ist gerne mit Fleisch. Jawohl, richtig. So, nicht so geizig, ne? Muss auch was drin sein. So. Einwickeln. Ui, Entschuldigung, Finger. Medizin. Das war etwas anderes, ja. Das war für einen Hund. Sieht aber schön aus. Also da gibt es verschiedene Arten, um das zu machen. Man kann hier mit Zahnstocher machen. Das bleibt fest zum Pieken da, ne? Oder wenn man es ganz sicher haben will, nimmt man ein Schlüpfergummi. Ach, nein. Na, kein Schlüpfergummi, nein. Hier so ein Schnurle da so drum dann tütteln, festknoten. Also das kannst du machen mit Schnur oder mit Zahnstocher. Spielt keine Rolle. Zack, so sieht das dann aus. Nochmal gucken. Schönes Blatt nehmen. Ach, schön, schön, schön. Mit dem Fleisch nicht sparsam sein. Ja, ne? Schön. Füllung machen. Einfach eindrehen. Machen Sie mal Spinnrohr. Ja, ne? Ja. Stimmt. Guck, fertig. So. Nimm den Zahnstocher. Nein, pieke da. Also. Wie gesagt, entweder Zahnstocher oder Schlüpfergummi. Passt. Das war echt eine dicke Schnur, du. Ist das echt irgendwie? Ich weiß ja nicht. Ja, für Kochen. Ich habe gesehen, in Kochen. Dann ich sage, oh, ich glaube, für Kochen oder für
Ja, dann nicht. Na gut, sonst kannst du einen Hund noch mit antütteln hier. Yeah. Hund an Leinen hier bei der dicken Schnur, du. Na gut, also. Werden wir jetzt hier mal ein paar Dinger wickeln da. Aber Fleisch ist echt genug dann da, du noch. Na gut, einfrieren dann, was zu viel ist, ne? Und erstmal fertig machen. Zack, 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 die letzte. Letzte bisschen kleine, das ist deine, ne, Porn? Das ist deine, gell? Ja, 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 die darfst du essen. Das ist deine, deine. Der Rest schon. Moin, wie hast du gemacht? 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. 8 Stück. 9 Stück. Das sind so goldkleine hier. Ach, die zum Abnehmen, oder? Ja? Wenn wir mal abnehmen wollen. Wenn wir mal abnehmen wollen. Sie sagt nichts. Wir haben dafür keine Zeit, ne? Chip. Super. Wieso normalerweise Kühlschrank noch stellen? Vor Loch, vor kalt, bisschen kann vom Loch mit Ach, sagst du, wie das hier schön jetzt verbindet alles ja, hier? Ja, ja. Ach so. Ja, wir haben keine Zeit, genau. Also jetzt normalerweise noch mal im Kühlschrank stellen, nochmal für eine Stunde. Oh, aber nicht Stunden, 15 Minuten. Du sagst für eine Stunde, mein Schatz. Ja. Also gut, machen wir nicht, weil wir haben keine Zeit. Ha, jetzt sind wir gerade aus dem Kühlschrank zurück. Viertelstunde ist gerade rum. Ha, was habe ich das so schön geschnitten. Oh ja, sind richtig kalt. Oh ja. Ja, ja. Na prima. Also, wir sagen mal, die waren jetzt im Kühlschrank eine Viertelstunde. So, jetzt in die Pfanne. Schön knusprig braten. Langsam, langsam Feuer. Ja gut, spitzt ja schon, ja klar. Oh, das ist ganz, ganz kleine Flamme, echt so. Wasser. Wasser drin, ja. Also den Abstand halten hier, ja. Jawohl, so soll das aussehen, jawohl. Ach, wir arbeiten heute mit 2 Pfannen, ja? Ja. Mhm, okay. Gut. Wie lange waren wir drin? Ungefähr 10 Minuten, wenn man ungefähr drin ist. Schön knusprig aussehen. Gut, jetzt der nächste Schritt in... Was ist das? Wasser. Normales Wasser? Ja. Ohne nichts? Noch nicht. Noch nicht, okay. Also kochen wir das Wasser rein. 15 Minuten. 15 Minuten. 15 Minuten. Okay. Kochen. Ja. Okay. Wir kochen. Schön. Die sehen schön aus. Wie aus dem weltbesten Pornpanners Kochstudio. Viertelstunde ist jetzt rum. Probieren. Zu dünn. Salz. Ist okay. Machst du jetzt noch Soße? Ja, diese. Okay. Kanon. Deutsche also essen Kanon. Was ist das? Kanon. Och nee. Ja. Wir wollen das nicht, Braun. Sicher. Wir haben abgestimmt und haben das einstimmig beschlossen, wir wollen das nicht mehr essen. So, sicher? Ja, 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 ja. Aber du bist halt Chefköchin, ne? Ja. Da können die abstimmen, wie sie wollen. Oh, lecker, leer. Ah, das hat's ausgemacht. Ja, mit deinem Knorr hier, mit deinem Geschmacksverstärker hier.
Was ist das denn? Ich habe die Mais, oder? Ach, hier dein Maismehl. Ja. Stärke oder was? Ist okay. Maismehl zum Andicken. Warte. Hinterher. Oh, jetzt kocht aber schön. Das ist schon gut. Dann. Celery. Hinein damit. Und Parfüm. Oh nee. Rein damit. Zack. Zum Kochen alles zulässige Thailand. Hinein. Für guten Geschmack. Ja. Für guten Geschmack. Nee, also die Pflanze ist für Thailand offiziell zugelassen jetzt. Ne? Und darf jeder zu Hause noch nie geschenkt von Nachbar. Hier wurden sogar jetzt 1 Million wurden jetzt verteilt hier an die Haushalte. Jetzt geschenkt, ne? Ja. Ganz offiziell, ne? Fünf Minuten noch. Okay. Ha. Wie im 5-Sterne-Restaurant hier. Einmal frei. Oh, ich hab richtig Hunger jetzt, du echt. Was ist das? Pfeffer. Pfeffer hinterher noch? Nee. Okay. Wie war's in meinem Mund? Hallo. Wer heißt hier Hallo? Wer heißt hier Hallo? Alles gut, Papa ist hin. Papa ist begeistert. Vorne würde dich jetzt sofort heiraten, du. Aber wir sind ja schon verheiratet. Kann er das eine Mal nicht heiraten? Noch einmal. Ja. Thai, ne? Nicht Deutsche. Haben noch eine, ne? What Thai? Thai. Noch gar nicht heiratet auf Thai. Nein, nur Deutsche. Aber oh, wirklich gut, echt wahr. So wie es sein soll. Jetzt hätte man vielleicht hier noch eine richtig schöne dicke braune Soße noch mal machen können. Wäre vielleicht auch noch jetzt möglich gewesen. Eine dicke braune Soße noch, ne? Aber so vom echt hier super, ich sagte echt. Alles gut, Papa, sag mal. Hau ab hier. Ja. Heiß. Oh Mann. Schön scharf. Schön knackig. Habt gleich gut. Super. Echt wahr. Das könnt ihr in Deutschland so einfach nachkochen. Ne? In Thailand auch. Genau, ne? Also, ich würde sagen, ein großes Lob an die Köchin heute. Wir sind ja schon verheiratet, ne? Aber sonst, ich würde sie sofort heiraten. Auf der Stelle jetzt, ne? Also, das war's für heute. Immer trinken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssle! Gut, like, gut, share, gut, subscribe, gut, die Dame, ne? Aber die Erde ist sehr gut. Und wieder Ruhe und Fett. Text vergessen, ne? Ja. Mach nix. Also, ciao. Tschüss. Sollen die im Kochvideo drauf? Ja, also die werden jetzt nicht, ne? Also das ist jetzt was ganz anderes. Kleine Info noch hier mal nebenbei. Gestern habe ich ja nichts gezeigt von den Welpen. Also alle sind noch da. Kira ist gerade raus. Kira hat gerade die Milchbar abgestellt hier. Alle noch da? Alle fit?
Fit und satt hier, guck mal hier. Fit und satt, ey, guck mal. Oh, ey, oh. So wie der Uwe heute. Oh. Ja, genau, du hier. Streck dich mal hier schön. Hübsch, ne? Also. Heute mal nur ganz kurz. Ganz kurz hier eingeblendet. Mein Uwe muss immer bis zum Schluss angucken. Die Videos immer bis zum Schluss hier. Was ist das denn? Ich sag ja, gell? Also wenn die Tür auf ist, da du, die hauen ab schon, ne? Guckst du? Guckst du? Ja, hoch kommst du noch nicht, da bist du noch zu schwach für. Aufstehen kannst du noch nicht. Kämpfen kann er schon, kämpfen kann er schon. Wie so Babys, ne? Guck mal. Augen sind noch zu, ne? Ist klar. So, heute ist Samstag. Das heißt also Montag, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. 5 Tage, ne? 5 Tage. Und es regnet. Mittagsgewitter, normal. Jetzt, ne? Komm her, komm, komm. Komm rein, komm. Komm. Komm rein, komm. Der hört ja noch gar nicht, der Hund. Schlecht erzogen. Nein. Das ist alles noch nichts. Aber schreien könnte schon. Schreien könnte schon, wenn es nicht weitergeht hier. Schreien könnte schon hier. Knurren kann auch schon. Jetzt holt der nächste ab. Jetzt holt der nächste ab. Guck mal hier. Holt der nächste ab. Ach komm, hör doch auf, Kinder. Jetzt hör doch auf, ihr Kinder hier. Komm. Wie die Kira. Wie die Kira. Jedes Loch im Zaun nutzen und abhauen. Das sind die Kira. Das sind die Kinder von der Kira. Eieieiei. Na gut, das war's für heute. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Und tschüssle, ciao. Musst du wieder einfangen hier.